So, wie ihr sehen könnt, haben wir hier offensichtlich das erste größere Problem. Da hat sich schön an der Seitenwand komplett Öl verteilt am Auto. Und es kommt hier vorne vom Motorraum. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Hier ist alles Öl verschmiert. Ich vermute mal, dass es eine Ventildeckeldichtung ist, die es da entsorgt hat. Und wir haben jetzt auch schon ziemlich viel Motoröl verteilt in der Gegend. So, ich trenne jetzt erstmal alle Versorgungskabel. Dann werden wir die Kabine mal kippen und gucken, ob wir richtig liegen. Und dann machen wir einen Plan, wie wir weiter verfahren. So, guck mal, was ich hier gerade festgestellt habe, warte mal, ich muss mal so rummachen. So, was ich hier gerade festgestellt habe, der ist komplett lose. Ich bin ja froh, dass er noch da ist. Die anderen fest, alle auch. Na gut, dann werden wir versuchen, den wieder festzubauen. Weißt du, was hier passiert ist? Na? Die Frau ist abgerissen. Nicht raus. Oh. Und jetzt? Also eine Schraube ist abgerissen. Nein, das ist die Schraube, die den Digger hält. Ach. Also mit abgerissenen Sachen hat, wird ja irgendwie abgerissene Ventile, abgerissene Schrauben. Ja. Deswegen hat sich das Ding auch gelöst. Die Schraube hier, oder den Rest der Schraube entfernt aus dem Bock. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber einmal ist das erste Mal, ne? Ja. Ventile einstellen wäre natürlich jetzt ganz blöd, wenn das auch noch auf uns zukommt. Soll ich irgendwas halten? Da ist er. Das ist der Bock. So, und hier sind die Stößelstangen hier. Aha. So, und wo ist jetzt die Schraube? Die Schraube ist da. Da ist sie abgerissen. Da ist sie drin. Warte mal, kurz. Okay. Jetzt brauche ich mal ein Tuch. Gib mal ein sauberes Tuch, bitte. Kannst du mal? Ich war jetzt in der Werkstatt und habe die Schraube entfernen lassen, den Rest der Schraube. Ja. Und das hat gut funktioniert. Und jetzt bauen wir alles wieder zusammen und hoffen, dass es alles wieder funktioniert und dass es läuft und dass die Ventile sich eigentlich sollten die sie nicht verstellt haben und dass die Deckeldichtung hier noch dicht ist, weil die habe ich natürlich nie ein zweites Mal dabei. Wenn nicht, müssen wir eine improvisieren. Das gucken wir uns gleich mal an, wenn es zusammengebaut ist. Eine neue Schraube habe ich auch. Deckel ist wieder drauf. Jetzt starten wir und gucken, ob irgendwas scheppert, beziehungsweise ob irgendwo Öl austritt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es ist alles soweit, dass wir weiterfahren können. Wir werden das beobachten.